eine Stimme geben. Genau das war es, was der Kobitzer Stadtrat gemacht hat. Die queere Bevölkerung kann jetzt mit der Einführung des Queerbeauftragten oder der Queerbeauftragten mitreden bei kommunalen Entscheidungen. Wie wichtig das ist, das haben wir in den letzten Jahren sehr oft gesehen. Über verschiedene Anfragen und Anträge hat unsere grüne Fraktion mit aufgezeigt, dass bei sehr vielen Beschlüssen nur die Mehrheitsbevölkerung bedacht wurde. Und dabei bleiben sehr, sehr viele Menschen in Koblenz auf der Strecke. Ob das jetzt Dinge sind wie das Marketing, also eine Broschüre, bei der nur weiße Hetero-Cis-Menschen gezeigt werden, oder ob das bei sehr konkreten Dingen wäre, wie bei der Stiefkindadoption. Das sind alles Punkte, die in der Kommune mit verändert werden können. Und wie wichtig das ist, das sehen wir, wenn wir uns einfach die Nachbarn anschauen. In Polen entstehen gerade LGBTIQ-freie Zonen. In Ungarn werden Transmenschen aus den Gesetzen gestrichen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir genau hier ein Gegensignal senden. Und das war genau diese Einführung des Queerbeauftragten. Sei wie du bist, lieb wen du willst.